eine Covid-Krankenschwester in New York, eine Farmerin in New Mexico und eine Bestatterin in Kalifornien. Sie alle haben uns mitgenommen in ihren Alltag in den USA während Corona. Schauspieler zeigen, wie sie gerade überleben. Und Liebespaare, wie sie versuchen, sich den ganz großen Traum doch noch zu erfüllen. Das ist My Corona. New York City ist das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Ich bin Daphne, ich bin eine reisende Krankenschwester und kämpfe gerade in New York gegen Corona. Seit mehreren Wochen arbeitet die 26-Jährige auf einer Intensivstation in Manhattan. Noch immer gehört die Stadt zu den am schlimmsten von Corona betroffenen Regionen der USA. Dass Daphne damit in ein paar Tagen auch persönlich zurechtkommen muss, ahnt sie jetzt noch nicht. Nicht bei meiner Familie zu sein, so viele Patienten sterben zu sehen, das ist eine krasse Erfahrung. Ich bin seit 1,5 Jahren Krankenschwester und ich habe noch nie so viele Patienten sterben sehen. Wir werden Daphne später wieder treffen. Vorher geht es in den Westen. Über 3000 Kilometer entfernt in New Mexico sieht das Leben ganz anders aus. Mein Name ist Kirsten Cuevas und ich habe eine kleine Farm in Tomé, New Mexico. Auf ihrer kleinen Biofarm züchten Kirsten und ihr Mann Schweine und Rinder. Kaum zu glauben, das Coronavirus war für sie etwas Positives. Weil einige Menschen Supermärkte meiden wollen, ist die Nachfrage nach Fleisch und Eiern direkt vom Bauern gestiegen. Gut für Kirsten, denn aktuell fallen zwar die Farmersmärkte aus, aber sie verkauft ihre Produkte an eine Genossenschaft. Ich habe die Eier da hinten in einer Kühltasche, seht ihr? Corona hat unseren Alltag schon verändert, aber man muss sich einfach daran gewöhnen. Aber es ist okay. Dadurch, dass die Bauernmärkte ausfallen, habe ich mehr Zeit, mich um den Hof zu kümmern. Poppy! Das ist Poppy. Sie bleibt hier die nächsten Wochen drin. Wir haben ja einen Geburtsstall in unserer Garage eingerichtet. Was Kirsten wichtig ist, einander unterstützen. Ich bringe die Farmer hier mit der Genossenschaft zusammen. So können auch sie ihr Gemüse verkaufen. Wir kommen endlich als Gemeinschaft zusammen und ich denke, das ist so wichtig. Besonders wegen all dem, was gerade in diesem Land passiert. Es ist so wichtig, sich wieder nachbarschaftlich zu verhalten. Wir müssen aufhören mit Hass und anfangen, einander zu helfen. Das ist das Wichtigste. So gut wie Kirsten auf ihrer Farm geht es vielen in den USA nicht. Denn hier gibt es die meisten Corona-Toten weltweit. Hi, ich bin Lindsay Farrington. Ich bin Bestatterin in Santa Monica, Kalifornien. Corona hat Lindsays Berufsleben auf den Kopf gestellt. Ich bin vorher immer zu den Familien gefahren, nach Hause, ins Krankenhaus, um sie zu treffen und alles zu regeln. Das hat sich komplett geändert. Jetzt mache ich das über Zoom. Ich musste alles umwerfen, das war hart. Aber noch härter ist, den Familien erklären zu müssen, dass sie ihren geliebten Menschen nicht noch einmal sehen können. Wegen Corona dürfen sie sich hier nicht mehr verabschieden. Lindsay versucht trotzdem, ihnen ein Gefühl von Nähe zu bringen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Familie, um die Asche ihres Angehörigen zu bringen. Das ist eine meiner Dienstleistungen. Aber das ist ein großer Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Familie persönlich treffe. Wir umarmen uns nicht. Das ist echt so anders. Das nimmt so einen wichtigen Teil meines Jobs weg, das Unterstützen. Und auch Beerdigungen sind betroffen. Die Friedhöfe erlauben nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig.
Das bringt die Familien dazu, ihre Verstorbenen in Kühlkammern zu lagern, bis sie eine richtige Beerdigung veranstalten können. Das ist ziemlich teuer. Auch für Lindsay persönlich ist das hart. Das bricht mir einfach das Herz. Die ganze Sache nimmt dir das Recht auf eine angemessene Bestattung. Das ist nicht der Grund, warum ich Bestatterin geworden bin, um den Menschen in solchen schweren Zeiten etwas abzuschlagen. Nur ein paar Kilometer weiter südlich an dieser traumhaften Küste in San Diego kämpfen noch mehr mit den Auswirkungen von Corona. Hi, ich bin Ducoti Contreras und das ist meine Verlobte Franziska. Und wir leben im sonnigen San Diego. Franziska ist für Ducoti hierher ausgewandert. Corona hat die USA in eine Arbeitslosenkrise gestürzt. Das hat auch die beiden hart getroffen. Wir sind spazieren. Es ist Samstag und super Wetter. Die erste Bar hat gestern aufgemacht. Es sieht eigentlich aus wie vergangenen Sommer. Aber nichts ist wie vergangenen Sommer. Ducoti ist eigentlich Marketingmanager in einem Unternehmen, das Sportevents organisiert. Doch Sportevents in Corona-Zeiten gibt's nicht. Das Business des 29-Jährigen ist erst einmal tot. Wir sind von einem 10-Personen-Team in meinem Büro und etwa 200 im ganzen Land runtergestuft worden auf nur noch 2 beurlaubte Angestellte in San Diego. Alle anderen wurden entlassen. Das Gehalt ist am absoluten Minimum. Das Leben in San Diego wie überall in Kalifornien ist teuer. Wir sind auf Arbeitslosengeld angewiesen. Aktuell bekommt Ducoti zusätzlich zum Arbeitslosengeld einen Scheck über $600 pro Woche aus dem Hilfspaket der Regierung. Klingt erst einmal nicht schlecht, aber... Die $600 von der Regierung gibt es nur bis Ende Juli. Freundin Franziska ist selbstständig. Auch ihr Business wurde von Corona hart getroffen. Als Nicht-US-Bürgerin hat sie aber keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung. In 2018 habe ich hier in San Diego eine Reiseagentur gegründet, die sich auf Kalifornien spezialisiert. Der größte Teil meiner Kunden kommt aus Deutschland. Und ja, durch Corona mussten wir vorübergehend das Unternehmen schließen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir das jetzt noch so durchhalten können. Gemeinsam versuchen sie, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Und vor allem, viel Zeit miteinander zu verbringen. Hier seht ihr unsere Abendroutine. Nach dem Essen trinken wir Wein und spielen Karten. Ich gewinne eigentlich immer. Mal sehen, was heute passiert. Das Wichtigste für die beiden, sie müssen da gerade nicht alleine durch. Zurück in New York bei Daphne. 12,5 Stunden täglich, 7 Tage die Woche. Die meiste Zeit muss die Krankenschwester nachts arbeiten. Auf der Intensivstation im Metropolitan Hospital wissen sie, das Virus kann jeden treffen. Dieses Virus macht keinen Unterschied. Heute lebst du, morgen stirbst du. Trotzdem und gerade deshalb versuchen Daphne und ihre Kolleginnen, sich gegenseitig aufzumuntern und trotzdem Freude an der Arbeit zu haben. Doch dann trifft sie das Virus plötzlich ganz persönlich. Ihr Vater hat sich infiziert, liegt auf einer Intensivstation in Florida und kämpft um sein Leben. Jetzt nach Hause fliegen? Keine Option. Nur Videoanrufe sind möglich. Ihre Kollegen geben ihr in dieser Zeit Halt. Sie sind für sie da, vor allem, als sie Geburtstag hat. Das Positive während dieser ganzen Zeit sind die Freunde, die ich gefunden habe.
Sie sind wie eine Familie. Es ist wirklich anstrengend, aber sie hier zu haben, motiviert mich, jeden Tag weiterzumachen. Zu wissen, dass man diese Unterstützung hat. Sie wissen, wie es ist, das ist toll. Wir werden später dabei sein, wenn Daphne wieder nach Hause zurückkehrt. Neuer Ort, neue Sorgen. Hallo, mein Name ist Anthony Crosby. Ich lebe in Cherry Hill, New Jersey. Ich bin Theaterschauspieler und sollte gerade ein Stück in Miami, Florida spielen. Aber Covid-19 hat andere Pläne für mich. Nun liefert Anthony Pizza aus, um sich über Wasser zu halten. Alles andere als sein Traumjob. Klar bin ich traurig, dass ich nicht das machen kann, was ich liebe. Normalerweise reise ich viel, arbeite im Theater, Fernsehen oder Film. Das alles wirkt gerade sehr weit weg. Um sich trotzdem nah zu sein, trifft er seine Schauspielkolleginnen via Zoom. Sie überlegen zusammen, wie es künftig weitergehen soll. Unsere Arbeit ist sehr körperlich. Wir arbeiten viel mit Atem und Bewegung. Oft sind wir quasi übereinander, kommen in Kontakt mit Atem und Spucke der anderen. Das sollte man gerade lieber nicht machen. Stattdessen proben sie nun für ein Online-Theaterstück. Als Pizzabote kauft Anthony auch für seinen Arbeitgeber ein. Er ist besorgt, weil viele hier nicht genug auf Abstand achten, findet er. Die glauben, dass sie es besser wissen als Ärzte oder Wissenschaftler. Das hilft nicht. Weil er so viel Kontakt mit anderen hat, desinfiziert Anthony sein Auto nun immer sehr gründlich. Er sorgt sich nicht nur um seine eigene Zukunft, sondern auch, wie es seinem Land nach Corona geht. Eine Hochzeit im Park in Philadelphia. So hatte sich das Jordan Price niemals vorgestellt. Wir konnten immerhin denselben Pfarrer haben, nur kurz für die Zeremonie. In diesen unsicheren Zeiten waren wir uns in einer Sache sicher. Wir wollten Mann und Frau werden. Wir haben unserer Familie eine Woche vorher Bescheid gesagt. Und wer in der Nähe wohnt, konnte kommen. Allen anderen haben wir 5 Stunden vorher einfach einen Zoom-Link geschickt. So sind viele wenigstens online dabei, während die beiden sich das Ja-Wort geben. In einem Jahr soll dann die große Party stattfinden. Gefeiert haben sie jetzt aber trotzdem schon. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein eigenes Hochzeitsessen vorbereiten oder mein Kleid selbst aufbügeln würde. Es sind verrückte Zeiten. Steaming my dress just minutes before the ceremony, but different times. I wouldn't change. Ich würde es immer wieder machen. Jetzt bin ich glücklich verheiratet. Sogar mit richtigem Hochzeitstanz, trotz oder gerade wegen Corona. Es sind die letzten Tage für Krankenschwester Daphne in New York City. Bevor sie nach Hause darf, wird sie selbst einmal gründlich durchgecheckt. Wird selbst kurz zur Patientin. Okay. Hättest du mich vor 8 Wochen gefragt, was ich fühle, hätte ich wahrscheinlich Angst gesagt. Angst, weit weg von meiner Familie zu sein, gegen ein unbekanntes Virus zu kämpfen und nicht zu wissen, was mich und die Patienten morgen erwartet. Jetzt, 8 Wochen später, wenn du mir die gleiche Frage stellst, würde ich sagen, ich bin okay. Ich bin stolz. Ich habe alles für meine Patienten gegeben.
Ich weiß, dass wir nicht jeden retten konnten, aber ich weiß, dass ich alles gegeben habe. Das reicht für mich. Ich habe meine Patienten wie Familie behandelt. Sie waren auch getrennt von ihrer Familie. Das zählt für mich am meisten. Dann geht es endlich zurück nach Hause, nach Florida, zu ihrer Familie. Und auch zu ihrem Papa. Er hat Corona gut überstanden. Ihre Freizeit will sie nun vor allem mit ihm verbringen.